I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 27. September 2022. Schönen guten Morgen. Die Nations League und Deutschland, das bleibt ein angespanntes Verhältnis. Das läuft nicht wirklich rund. Gestern gab es zum Abschluss ein 3:3 im Wembley Stadion in Italien. Zwar spektakulär, aber am Schluss dann doch auch wieder kein Sieg. Und so bleibt in der Nations League nach 6 Spielen fürs deutsche Team ein Dreier. Das war das 5:2 gegen Italien. Übrigens deren einzige Niederlage, muss man dazu sagen, denn die gewinnen die Nations League-Gruppe. Eine Niederlage für Deutschland gegen Ungarn, das 0:1, jetzt gerade vom Wochenende. Und ansonsten 4-mal unentschieden in 6 Spielen. Kein Ruhmesblatt, muss man sagen. Die Italiener also vorne, die haben das letzte Spiel gewonnen, 2:0 in Ungarn am gestrigen Abend. Und damit sind sie Erster, Ungarn Zweiter, Deutschland Dritter. England steigt ab aus dieser Gruppe und ja, die Italiener damit also im Halbfinale. Bereits feststehend waren ja Niederlande und Kroatien. Und den vierten Halbfinalisten, den werden wir heute Abend ermitteln, denn da treffen in der Gruppe A2 noch Portugal und Spanien aufeinander. Und wir können es kurz runterbrechen, wer das gewinnt, ist Gruppensieger. Ganz einfach, unentschieden reicht Portugal, die Spanier müssen gewinnen. Dahinter die Schweiz und Tschechien, die spielen auch noch gegeneinander gegen den Abstieg. Auch hier gilt, wer gewinnt, bleibt drin, unentschieden reicht den Schweizern. Das sind doch durchaus attraktive Begegnungen noch hier in der Liga A2 am heutigen Abend. 8:45, The Zone ist für euch dabei. Wir gucken, was es noch gab in der Nations League. Es gab die Liga B. Da gab es in B3 den Sieg der Finnen in Montenegro und Rumänien gewinnt gegen Bosnien-Herzegowina. Nutzt alles nichts, Rumänien steigt ab und Bosnien-Herzegowina steigt auf. So einfach ist es. Liga C gucken wir auch mal kurz drauf. Da gibt es zu vermelden nichts Spektakuläres. Da stand schon fest, Georgien geht hoch, gewinnt nochmal in Gibraltar. Die steigen wiederum ab, beziehungsweise gehen in diese Abstiegsplayoffs. Die Playouts, wie sie so schön heißen. Da war jetzt nicht mehr viel Spannung drin. Und auch in der Liga D2 war ja alles schon klar. Estland gewinnt nochmal 4:0 in San Marino und steigt auf. Aber das wussten wir ja auch vorher schon. So, Nations League heute Abend, der letzte Spieltag dieser Runde, dieser Saison. Dann ist vorbei. Dann gibt es nächstes Jahr die Halbfinals und die Playouts noch. Heute also Portugal, Spanien, Schweiz, Tschechien, hatte ich schon gesagt, aus der A-Liga. Damit ganz viel noch gespielt in der B-Liga. Da sind auch noch ein paar Entscheidungen zu fällen heute Abend, wer das gucken möchte. Wir haben zum Beispiel Ukraine gegen Schottland. Das ist das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Liga A. Auch hier gilt wieder, wer gewinnt, steigt auf. Und ein Unentschieden reicht diesmal den Schotten. Selbes Spielchen beim Abstiegsduell zwischen Irland und Armenien. Wer gewinnt, bleibt drin. Unentschieden reicht Irland. Ich mag ja so direkte Duelle. Das hat immer irgendwie noch wirklich einen großen Reiz. Dann ist entschieden in der A2, dass Israel aufsteigen wird. Israel kommt hoch in die A-Liga. Guck an, ja, haben ihre Gruppe schon klar gewonnen. Island und Albanien spielen heute Abend noch gegeneinander um Schönheitspreis. Und wir haben noch eine Entscheidung zu fällen in der Gruppe 4, denn da gibt es auch an der Spitze zwei Teams, die sich hier direkt treffen. Norwegen gegen Serbien. Auch hier Sieger steigt auf. Und ein Unentschieden reicht den Norwegern, wegen des direkten Vergleiches. Abstiegsspiel auch noch heute Abend, Schweden gegen Slowenien. Der Sieger bleibt drin und unentschieden reicht hier den Slowenen. Also das ist das Motto des Tages, direkte Duelle um Auf- und Abstieg. Und ich finde, da kann man nicht meckern, da ist Spannung drin, viel besser als gestern. Da waren ja ganz viele Spiele, wo es um nichts mehr ging. Liga C haben wir noch die C2 offen, da geht es um nichts mehr. Griechenland geht hoch, das steht schon fest. Da ist der Abstieg, doch, der Abstieg ist noch offen, zwischen drei Teams, Kosovo, Nordirland und Zypern. Wir haben heute Abend Griechenland, Nordirland und Kosovo gegen Zypern im direkten Duell. Und das war's aus der diesjährigen Nations League. Also noch einiges los um 8:45. The Zone wird es euch zeigen. Außerdem gibt es noch die Tennis-Freunde, die können auf Sky Tennis gucken heute. Um 11 Uhr geht's los mit dem Turnier aus Tel Aviv. ATP, wer es gucken möchte. Und es sei noch vermerkt, dass die deutsche Volleyballerin 3:0 gewonnen haben gegen Kasachstan. Damit also zweiter Sieg im zweiten Spiel bei ihrer WM. Sehr erfolgreich. Monday Night Football hatte ich gestern als Spoiler gesagt. Jetzt sage ich es offen. Denver Broncos 11:10 gewonnen gegen die 49ers. Und es war nicht schön. Meine Fresse, was ein schlampiges, uninspiriertes Spiel von beiden Offensiven. Guckt es euch nicht an, wenn ihr es noch vorhattet. Lasst das lieber bleiben und macht irgendwas anderes Gescheites. Eishockey gibt es heute noch. DEL mit Magenta Sport am Start mit Bietigheim Düsseldorf, Fishtown gegen Iserlohn, Wolfsburg Augsburg und Nürnberg Frankfurt. Alles um 19:30 einzeln zu sehen auf Magenta Sport. Und was haben wir noch? Europe Cup Qualifikation im Basketball mit Göttingen gegen Trepča. Gibt es das irgendwo live?
Das sehe ich gerade gar nicht. Bestimmt irgendwo bei FIBA auf dem YouTube-Kanal, könnte ich mir denken. Und dann gibt es noch Quali-Spiele aus der European League im Handball mit Göppingen gegen Lemgo im direkten Duell. Und Flensburg-Handewitt spielt auch noch in Quidzyn. Ergebnisse sage ich euch morgen, ich glaube, das reicht. Und Monday Night Football hatte ich gestern schon gesagt, das ist aber jetzt auch schon wieder rum, wenn ihr jetzt guckt. Die Giants gegen die Cowboys. Fertig. Es ist eine und bleibt eine sportereignisarme Woche, aber dann geht's ab. Ab nächster Woche dann jede Woche, nahezu jede Woche Champions League, Europa League, DFB-Pokal, also hauen wir uns richtig die Fußballspiele um die Ohren. Tennis spitzt sich dann zu beim Rennen um die Finals und so weiter. Aber die Woche gehen wir nochmal etwas entspannter an. Das war's für heute. Schon durch. So schnell geht's manchmal. Wenn ihr Bock habt, bis morgen wieder, würde mich sehr freuen. Ansonsten gerne abonnieren. Werdet einer von 300 zufriedenen Abonnenten. 300 plus, muss ich inzwischen sagen. Zufriedenen Abonnenten und Abonnentinnen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst es mich wissen. Oder indem ihr zum Beispiel das da unten klickt oder mir schreibt was Nettes in die Kommentare rein. As you like. Bis morgen. Tschüssi.